Seit 1993 ist Hermann Pittow Obmann des Brucker Künstlerbundes, seit 1994 Leiter seiner eigenen Galerie. Das Kunstinteresse der Brucker zu wecken und Kunst für jedermann erlebbar zu machen, stehen bei seiner Arbeit im Vordergrund. Doch was waren eigentlich die Beweggründe für die Gründung des Künstlerbundes? Mein Beweggrund war in dieser Zeit 1993, in den 90er Jahren deshalb, ich war viel unterwegs, bei Ausstellungen und künstlerisch tätig und habe auch viel Kulturleben in anderen Städten gesehen. Und für mich ist so Bruck irgendwo im Kulturbereich brach gelegen. Und das war so der erste Gedankengang, wo dann viele Künstlerkollegen auch gekommen sind und ich versucht habe, daraus auch einen Künstlerbund zu gründen, wo man gemeinsam miteinander das Kulturleben in Bruck fördern. Habe unter anderem dann die Galerie Pittow gegründet, gleichzeitig auch den Brucker Künstlerbund. Und so waren das die ersten Anfänge, um das Kulturleben in Bruck zu erhöhen. Im Zuge des Jubiläums 20 Jahre Künstlerbund würdigt die Stadt Bruck an der Mur Hermann Pittow und seine Arbeit mit dem 7. Kulturpreis. Er hat sich diesen Preis, nämlich den Brucker Kulturpreis, wahrlich verdient. Und es war mir heute eine ausgesprochene Freude, dass ich wirklich diesen Preis überreichen durfte. Künstlerbund, Privatinitiative, ist für die Stadt Bruck etwas Großartiges. Wir fördern alle privaten Initiativen, wir fördern auch alle kulturellen Initiativen, die auf diesem Gebiet laufen, alle Galerien, die wir in der Stadt haben. Und hier gehört der Künstlerbund ganz besonders dazu, mit rund 210 Veranstaltungen in den letzten 20 Jahren, musikalische Veranstaltungen, Ausstellungen, Vernissagen. Also es ist schon etwas Besonderes, was wir heute feiern, diese Jubiläumsveranstaltung. Und es ist auch etwas Besonderes, einem besonderen Brucker Künstler einen Preis überreichen zu dürfen. Ein Leben für und mit der Kunst. Hermann Pittow gelingt es mit seinen Arbeiten, das Publikum zu erreichen und so seine Leidenschaft weiterzugeben.